Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal in Form von Spenden und Buchungen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Steinbock oder der, die du hier auf einen Steinbock schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat Oktober bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie liegt, ja die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreht ihr das bitte um, dann ist es spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten für das Gegenüber. Ich versuche aber immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eurer Situation umdenken, umdeuten und umdrehen könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo, wenn du wissen willst, wie es mit deinem Herzensmenschen weitergeht. Ich schreibe dir den Link dafür unten in die Infobox und pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Gut, dann ist soweit vorher alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat Oktober. Und dann habe ich hier den Page der Kelche. Also hier scheint jemand wieder in dein Feld zu kommen mit einem Kelch, wo eine Entschuldigung drin sein könnte, wo ein Angebot drin sein könnte, ein liebevolles Angebot drin sein könnte, was allerdings eine ganze Weile gedauert hat. Ne? Hier dieser Ritter der Kelche kann übrigens ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Also das hat hier eine Weile gedauert, weil diese Blume, die hat schon ein paar Blütenblätter verloren. Also es wird jetzt Zeit, dass dieser Mensch hier auf dich zukommt und eventuell hier auch eine Entschuldigung vorbringt. Ne? Also das hat ja eine ganze Weile gedauert, bevor sich hier jemand auf den Weg gemacht hat in dein Feld, um dir hier ein liebevolles Angebot zu unterbreiten. Dann habe ich hier den König der Schwerter. Kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Also du könntest es hier mit einem Menschen zu tun haben, der sehr rational ist, der sehr im Denken ist, der ja auch ein großes Wissen hat, sehr belesen auch ist und halt immer oft so mit Statistiken argumentiert. Ne? Also das, was man hier aus Büchern hat, das, was man hier gelesen hat, das hält man auch für bare Münze. Also hier ist jemand sehr verkopft. Hört eher weniger auf sein Herz, eher weniger auf seine Seele, lässt mehr seinen Kopf entscheiden. Und ist auch von dem geprägt, was man gelesen hat, das, was man sich angeeignet hat, indem man sich hier auch weitergebildet hat. Also man saugt das richtig auf. Ne? Also diese Buchstaben, was hier im Buch geschrieben steht, das saugt man in den Körper auf, das verkörpert man richtig. Ne? Also hier ist jemand sehr gebildet, auch sehr intelligent, jedoch auch sehr im Kopf. Ne? Also man hält es für bare Münze, alles das, was man liest. So Statistiken und Forschungen. Und das ist so jemand, der sehr, für den braucht es halt immer einen Beweis, ne? Also ein Forschungsbeweis und dann ist es für diesen Menschen klar, dann ist es für diesen Menschen stabil. Also dieser Mensch glaubt eher weniger an so Sachen wie Kartenlegen, Energie, die im Raum fließt und solche Sachen. Ne? Das ist nicht beweisbar, ich kann das nicht greifen, also gibt es das auch nicht. Mit so einer Art Mensch hast du es hier zu tun. Und du bist hier diejenige, die hier am Bildschirm sitzt und die Kartenlegung schaut, also bist du schon spirituell. Das könnte auch so ein Grund zwischen euch sein, wo ihr euch immer in den Haaren habt. Ne? Und dieser Mensch bringt dann auch immer so Argumente mit Statistiken und wo das schwarz auf weiß geschrieben steht und wo du dann eher mit dem Spirituellen, was nicht unbedingt greifbar ist, bei diesem Menschen schlechte Karten haben könntest. Ne?
Und ich kriege ja auch so den Satz rein, traue keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Also das solltest du diese Menschen hier mal unterbreiten, weil also dieser Mensch ist wirklich felsenfest davon überzeugt, dass was man hier liest, das was geschrieben steht, auch über viele, viele Jahre schon, was erforscht ist, das hat wirklich Hand und Fuß und das ist das Einzige, was stimmt. Ja. Und dann habe ich hier den Ritter der Münzen. Also alles Personenkarten hier bei dir. Der Ritter der Münze, das kann ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Hier könntest du allerdings Angst haben, dass du dich hier wieder beeinflussen lässt, besäuseln lässt, was mit Materie zu tun hat. Dass du ja dich vielleicht auch hier von dem schönen Schein trüben lässt. Bei diesem Menschen. Also ich habe hier drei verschiedene Charaktere. Das kann eine und dieselbe Person sein oder das können drei verschiedene Menschen in deinem Feld sein. Also schau da bitte auf dich. Wer hier dein Herzensmensch ist, wer hier für dich das Gegenüber ist. Na, also dieser Mensch kann all diese Energien repräsentieren. Es könnten aber auch drei verschiedene Personen in deinem Leben sein. Dann hättest du hier die Qual der Wahl, ne? Jemand, der mit Gefühl auf dich zukommt, jemand, der sehr rationell ist, aber auch sehr intelligent ist und jemand, der hier sehr auf äußere Fülle bedacht ist, ne? Auf Finanzen bedacht ist und wo man vielleicht das Gefühl hat, man könnte dich hier mit dem schönen Schein locken und beeinflussen, ne? Wo jemand auch sagt, ja, also ich stehe gut da im Finanziellen, ne? Wir können uns eine schöne Zukunft dadurch aufbauen, ne? Wo vielleicht aber auch so dieses Herz und die Seele fehlt, ne? Das würde dann dieser Mensch hier mitbringen. Ne? Also schau da mal für dich, ob das ein und derselbe Mensch ist oder ob das drei Menschen sind, die hier im Oktober in dein Feld kommen möchten. Und du möchtest dich auf keinen Fall wieder negativ binden lassen. Ich habe ja so eine Art Dämon, dass du dich auf keinen Fall hier wieder locken lässt durch ein finanzielles Angebot. Also ich kriege hier auch rein, das könnte auch eine Art Chef sein. Ne? Dass es hier vielleicht auch bei dir im Oktober um die Arbeit geht. Und wo das so eine Nebenkategorie ist, wo jemand hier liebevoll auf dich zukommen möchte und wo das so ein Vorgesetzter ist, ein Chef ist, wo man dich vielleicht hier halten will auch und vielleicht auch hier eine Gehaltserhöhung im Raum steht, wo du aber für dich vielleicht schon entschlossen hast, ne, das ist nicht mehr der richtige Job für mich, das ist nicht mehr die richtige Aufgabe für mich und ich will mich ja auch nicht ködern lassen, weil da brennt nicht mehr mein Herzblut dafür. Ich möchte ja meine Kreativität und meine Talente dafür nicht mehr nutzen. Na, das könnte es auch sein. Hier könnte ich auch noch ein Arbeitsthema bei dir liegen haben. Also schau da bitte auf dich, wer hier dein Herzensmensch ist. Dann schauen wir auf dein Gegenüber und dann habe ich hier den Page der Münzen. Kann wieder ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Also ich kriege hier bei deinem Gegenüber ein Kindheitsthema rein. Ne? Dass man sich in der Kindheit vielleicht auch nicht so in der Fülle befunden hat. Was innere Fülle betrifft, was Liebe betrifft, was sich aufgehoben und geborgen gefühlt sein betrifft, was die Stabilität und Sicherheit betrifft, was auch die Loyalität vom Umfeld betrifft, dass man hier vielleicht auch nicht genug hatte, von dem, was die Grundbedürfnisse sind. Ne? Also ordentliche Kleidung, zu essen, ein warmes Zuhause, ne, solche Sachen. Und man sich immer mit wenig zufrieden geben musste. Also ich kriege hier ein Kindheitsthema rein, dass dieser Mensch vom Grunde her das eigentlich nie so gekannt hat, dass genug da war, genug Liebe da war, genug Zeit für einen da war, genug Halt da war, genug Verlässlichkeit da war, genug innere und äußere Fülle da war. Na, da ist ein gewisser Mangel da bei diesen Menschen. Hier ist noch ein Kindheitsthema zu bearbeiten bei deinem Gegenüber. Und dann habe ich hier die 10 der Kelche, obwohl man sich nichts sehnlicher gewünscht hat als so eine heile Familie.
als eine heile Partnerschaft, das Überfließen in den Gefühlen, was auch von oben geführt und beschützt ist. Man hatte immer so ein Wunschbild, ne? Mutter, Vater, Kinder, ne? So eine heile Familie, wo man sich aufgehoben gefühlt hat, wo man sich geliebt gefühlt hat, wo man sich akzeptiert gefühlt hat, wo man sich auf drauf verlassen konnte, ne? Das hat dieser Mensch sich immer gewünscht, und es ist auch das, was noch in einem schlummert, ne? Dieses alte Kindheitsthema, was keine Ruhe lässt. Und dann habe ich hier die Acht der Schwerter. Also dieser Mensch könnte in der Vergangenheit, in der Kindheit, in der Jugend, aber auch in anderen Partnerschaften oft fallen gelassen worden sein. Man hat hier keinen Halt gefunden, und das ist das alte Thema, was man hier nicht aufgearbeitet hat. Deswegen wird einem das immer durch Verbindungen zu anderen Menschen gespiegelt. Also man hat Angst davor, hier wieder fallen gelassen werden. Auch wenn man das bei dir hier spürt, auch wenn man bei dir hier das Gefühl hat, du könntest diese Menschen das bieten, die 10 der Kelche, den Überfluss in Sachen Liebe. Man könnte mit dir eine Familie aufbauen. Man könnte mit dir in Verbindung gehen, und das Leben hat man hier Ängste, wieder fallen gelassen zu werden, dass man hier keinen Halt findet, dass hier keine Hand ist, die einen festhält, ne? Wie hier an der Hand gehalten werden, dass man genau noch mal das durchmachen muss, was dieser kleine Junge hier in der Vergangenheit durchgemacht hat, sich immer nur mit dem Nötigsten, ja, begnügen zu müssen. Ne, hier sind ganz, ganz große Ängste da, wieder fallen gelassen zu werden, hier wieder in die Tiefe zu fallen, hier wieder abzustürzen, dass einem hier kein Halt geboten wird. Und das könnte dieser Konflikt sein in eurer Verbindung, dass dieser Mensch hier ganz, ganz viel Ängste mitgebracht hat, alte Themen mitgebracht hat, die nicht gelöst worden sind. Und dass du hier wieder Angst haben könntest, du könntest dich hier wieder falsch entscheiden, falsch beeinflussen lassen. Dann schauen wir mal an eure gemeinsamen Karten. Und dann habe ich hier den Ritter der Kelche. Kann wieder ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Also dieser Mensch in deinem Feld ist kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe hier ganz, ganz viele Tätowierungen auf dem Körper dieses Menschen. Das ist ja als Runen dargestellt. Also dieser Mensch ist kein unbeschriebenes Blatt. Dieser Mensch bringt Themen mit, die eure Verbindung beeinflussen. Das geht hier allerdings jetzt langsam und allmählich in die Heilung. Dieser Mensch wird seinen Kelch auffüllen mit Selbstwert und Selbstliebe und Selbstachtung und sich in die Heilung begeben. Ich habe hier einen Steinkreis. Wie dieser Mensch das auch immer macht, durch einen Coach, durch einen Berater, durch eine Therapie, durch eine Heilreise, durch in die Natur gehen, wo einem eine Offenbarung zuteil wird, wie auch immer. Dadurch wird dieser Kelch hier gefüllt werden. Ja, das ist dieser innere Kelch mit Selbstwert und Selbstliebe und Selbstachtung, wo man dann auch nach außen Liebe geben und empfangen kann. Also hier ist Heilung aufgezeigt bei deinem Gegenüber. Dann habe ich hier die 5 der Kelche. Also hier scheint es Herzschmerz gegeben zu haben zwischen euch beiden. Hier ist viel kaputt gegangen. Hier ist viel in den Verlust gegangen. Hier hat man viel getrauert. Hier hat man viel geweint. Das kann für euch beide stehen. Hier stehen aber noch 2 Kelche. Also es gibt hier Chancen und Möglichkeiten, das nochmal zu kitten, das nochmal zu retten, wenn man hier das Alte niederlegt, wenn man das Alte loslässt, wenn man das Alte zu Grabe trägt, damit was Neues geboren werden kann. Das ist dieser Stirb- und Werdeprozess, dass dieser Mensch auch seine Themen, seine Kindheitsthemen, seine Verlustthemen, ne, keinen Halt zu bekommen. Demzufolge kann dieser Mensch auch keinen Halt geben, weil man immer Angst hat, man wird hier verlassen. Ne? Also gibt dieser Mensch auch keinen Halt, hat es vielleicht auch nie gelernt, das zu geben. Das geht jetzt hier in die Heilung. Also man darf hier das Alte zu Grabe tragen. Und hier stehen noch 2 Kelche, die wieder gefüllt werden möchten. Und dann habe ich hier die 10 der Schwerter. Also es hat hier ganz schön reingedonnert. Das hat euch schon ganz schön niedergestreckt. Kann wieder für dich stehen, für dein Gegenüber oder für euch beide. Also hier gab es einen herben Schlag, hier gab es ein herbes, derbes Ende. Hier gab es sehr viel Tränen, sehr viel Verlust, sehr viel Schmerz. Und man hat das gar nicht richtig kommen sehen. Ne? Das war so hinterrücks ist es passiert.
ne, wo dieser Mensch auch vielleicht einfach aus deinem Leben gegangen ist, verschwunden ist. Und ja, das ist ein altes Thema, was dieser Mensch mit sich bringt. Also hier geht es darum, sich gegenseitig Halt zu geben, ne, und die alten Themen hier aufzulösen. Und dann habe ich hier die 9 der Münzen. Also dieser Mensch möchte in die Fülle kommen, in die innere Fülle und dadurch auch in die äußere Fülle. Also wenn man endlich seinen Halt in sich gefunden hat, dann kann man das auch im Außen geben, ne? Dann kann man auch dir die Fülle geben, die Liebe geben, Zeit geben, Stabilität und Sicherheit geben, Loyalität und Treue und Ehrlichkeit geben. Also dieser Mensch muss ganz stark in den Selbstwert kommen, seinen eigenen Kelch füllen, zur Selbstliebe kommen, zur Selbstachtung kommen. Und dann kann die Fülle auch im Außen kommen. Ne? Dann kann auch materielle Fülle zu diesem Menschen fließen und dann kann auch eine gesunde Verbindung zu diesem Menschen fließen. Also hier ist sehr viel kaputt gegangen durch alte Themen in eurer Verbindung. Je nachdem, wie du schaust, kann das hier auch noch auf dich zukommen, wenn das noch nicht geschehen ist, wenn das noch nicht passiert ist. So, dann kommen wir an eure gemeinsamen Karten und dann habe ich hier die Einsamkeit. Also dieser Mensch kann sich auch immer einsam gefühlt haben in Verbindung. Egal, was du hier gegeben hast, das ist dieses alte Thema, ne, was im Untergrund immer wieder aufploppt, weil man das in der Kindheit nicht kannte. Man hat sich nicht aufgehoben gefühlt, man hat sich nicht angenommen gefühlt, man hat sich nicht geliebt gefühlt, man hat sich einsam gefühlt. Und durch dieses Verhalten dieses Menschen hast du dich natürlich auch einsam gefühlt in dieser Verbindung. Ihr wart vielleicht zusammen und du hast dich trotzdem einsam und alleine gefühlt in dieser Verbindung. Und dann habe ich hier die Wahrheit, Truth. Also die Wahrheit kommt hier ans Licht. Dann können auch die Gefühle wieder fließen. Ne? Ich habe hier diesen Fisch. Also ihr dürft hier ein Gespräch, ein wahres Gespräch führen, ein Gespräch von Herz zu Herz, wo man sich wirklich offenbart, wo dieser Mensch auch dir erzählen kann, das und das ist mir passiert, deswegen verhalte ich mich so. Da muss natürlich erst die Erkenntnis vorausgesetzt sein bei diesem Menschen, warum, wieso, weshalb man sich so verhält und hier vielleicht auch rausgeht aus so einer Verbindung, weil man Angst hat, man wird verlassen, man wird fallen gelassen, hier wird einem kein Halt gegeben. Das ist eine große Angst dieses Menschen. Also hier sollte ehrlich miteinander darüber gesprochen und kommuniziert werden. Dann habe ich hier Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Hier habe ich den Schmetterling und hier habe ich ganz, ganz viele Tränen, die noch geweint werden möchten. Also die Tränen müssen geweint werden, ne? Also man kann sich hier auch, seitdem das passiert ist, geschworen haben, also mich wird keiner mehr verletzen, mich wird keiner mehr verlassen, weil ich ja alleine durchs Leben gehen werde. Ne, das könnte sich dieser kleine Junge geschworen haben. Und seitdem auch nicht mehr Emotionen gezeigt haben und nicht mehr geweint haben. Hier möchten Tränen geweint werden. Hier möchte sich einiges noch lösen und transformieren. Und das braucht natürlich seine Zeit. Ne, also gesteht euch hier diese Zeit des Heilens zu. Und dann habe ich hier Erfolg. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben, habe Vertrauen. Also wenn das hier gelöst ist, wenn das hier geheilt ist, kann diese Verbindung auch in den Erfolg gehen. Aber hier braucht es auf jeden Fall eine Heilung und Zeit braucht es hier, um das transformieren zu können. Ja, aber ich sehe bei diesen Menschen, das kommt hier. Dieser Mensch wird sich in die Heilung begeben und das dann aufräumen, was man hier verbockt hat in eurer Verbindung. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wann das denn ungefähr passiert, wann dieser Mensch hier an die Heilung geht, wann dieser Mensch dann endlich wieder in seinem Selbstwert und in seiner Selbstliebe ist, um eine solche Verbindung auch an sich ranzulassen, was denn dieser Mensch über dich denkt, über eure Verbindung, wie denn dieser Mensch für dich fühlt, wann denn dieser Mensch ungefähr in den nächsten Schritten auf dich zukommt, wie die nächsten Schritte aussehen werden, was du denn hier am besten in dieser Verbindung tun kannst, damit das Ganze positiv voranschreiten kann, dann lade ich dich dann ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen, zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen und allen anderen wünsche ich einen zauberhaften Oktober. Macht's gut, tschüss!